Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mal mit einem Thema zu Jerseys. Weil da bin ich auf etwas reingefallen, möchte man das so sagen. Kann wahrscheinlich auch jedem passieren. Wer sowas vermeiden möchte und hundertprozentig sicher gehen möchte, dass er ein originales Jersey bekommt, der checkt am allerbesten direkt zu Toppers. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Die haben 110%ig originalen Stuff am Start. Caps, NBA, NFL, NHL, MLB, alles. Zu jeder amerikanischen Liga haben die einfach Sachen am Start. Checkt unbedingt vorbei. Mega gut. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Und so hätte ich mir das vermeiden können. Aber das andere ist halt, wenn man halt Jerseys kauft und man möchte so ein bisschen auf Sparfuchs machen, dann ist man halt auch ab und zu auf eBay unterwegs und da kann halt sowas passieren, wie bei mir in diesem Fall hier. So, es geht um dieses Jersey hier, ne? Da tue ich jetzt wirklich seit 2 Monaten rum, weil ich wollte es wieder zurückschicken. Also ich fange mal an mit der Story, ne? Ich habe das Jersey hier bei eBay Kleinanzeigen gesehen, ne? Fand ich halt nice. Wollte ich unbedingt ein Weiß haben, weil ein Schwarz habe ich es ja schon eine Zeit länger. Ne? Mein Lieblingsspieler übrigens, Jason Williams, The White Chocolate. Der Name ist Programm, hoffe ich. Ne? Da hinten ist er auch nochmal an der Wand verewigt. Einer meiner Lieblingsspieler. So, habe ich gefunden, 50 Euro. Habe ich mir gedacht, okay, fairer Preis, kann man sich gönnen, von Nike. Habe es einfach gekauft bei demjenigen. Habe auch leider nicht nachgefragt, was vielleicht im Endeffekt dann auch ein Fehler war. Weil ich habe nicht gefragt, ob es original oder fake ist. Daher weiß ich nicht. Kannst du mir jetzt da schon die Schuld geben oder nicht? Aber das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Zu fragen, ist es original oder fake? Ne? Dann erstmal, ich habe es gezahlt über diesen eBay Kleinanzeigen Käuferschutz. Ne? Da zahlst du bei eBay und eBay gibt das Geld dann weiter. Also nicht über PayPal, also direkt an den Kunden, an den Verkäufer selber. Nein, über eBay ist da diese Zwischenstation. Und das hat das Ganze unglaublich kompliziert gemacht. Und das war auch der Grund, warum es jetzt über 2 Monate mittlerweile dauert, weil eBay ist halt wirklich unglaublich langsam, was diese Zahlfunktion bei eBay da angeht. So, aber jetzt nochmal aufs Wesentliche. Hab das Jersey bekommen, angeguckt und da ist mir schon aufgefallen, hey, das kann nicht original sein. Ne? Das sind so ein paar Details. Der Druck ist irgendwie komisch. Da sind Luftpolster in dem Druck innen drinnen. Die Nähte sind einfach unsauber. Hier hinten sieht man es auch. Da ist die Naht total verzogen, dass es halt nicht gerade aufgenäht ist. Es wirft so Wellen. Das darf das schon mal nicht sein. Die NBA-Logos hier unten, das siehst du auch, das kann eigentlich kein originales Logo sein. Das sieht total schlampig aus, ne? Und einer der wichtigsten Hinweise überhaupt, wenn du herausfinden möchtest auf die Schnelle, ist es ein Fake-Jersey oder ein originales, ist bei einem originalen innen drinnen im Jersey diese Etikette. Wo ist sie jetzt hier? Diese Etikette innen drinnen, die halt angibt, wie du es waschen darfst. Ne? Dieses Etikett fehlt, glaube ich, bei 90% aller Fakes. Ne? So viel Mühe geben sich diese Hersteller nicht, die solche Fake-Artikel betreiben. Das fehlt. Wenn das fehlt, ein ausschlaggebender Punkt dafür, dass es ein Fake ist. Ne? Natürlich kann man es ja auch rausgeschnitten haben. Und das ist auch nochmal so eine Story, was ich diesem Verkäufer jetzt hier so ein bisschen nachtrage, weil ich habe gesagt, hey, das ist niemals ein Original. Ne? Und dann kam schon so ein bisschen die Streitgespräche. Hey, ich habe dafür 90 Euro gezahlt, ne? Hat er behauptet, aber auch nur behauptet, das glaube ich ihm schon mal nicht. Ne? Das ist bestimmt ein Original. Und dann hat er sich so ein bisschen verredet, verschrieben, so in der Hinsicht, weil ich halt ihm auch aufmerksam gemacht habe, wegen diesem fehlenden Etikett. Wenn dieses Etikett nicht vorhanden ist, ist es ein Fake, ne? Habe ich ihm gesagt. Und dann hat er so gemeint, ha, so richtig gut. Ah, das hat meine Frau wahrscheinlich rausgeschnitten. Ne? Oh, okay, ja, das erklärt natürlich einiges. Dann muss es ja original sein, weil es hat ja nur die Frau rausgeschnitten. Ne? Aber er war sich dann auch nicht mehr ganz sicher, ob es seine Frau rausgeschnitten hat oder nicht. Ne? Aber auch so, du hast es ja in mehreren Punkten erkennt, dass es einfach Fake ist. Das ist einfach, ja, 50 Euro für ein Fake-Jersey ist es mir nicht wert. Ne? Das sind so Sachen natürlich, wenn du vorher schon weißt, es ist ein Fake-Jersey, hier 20 Euro, dann kannst du sagen, okay, nehme ich oder du nimmst es nicht, verstehst du? Aber du musst
informiert sein. Und dann halt diese Streitgespräche mit dem Verkäufer dann auch noch so, du hast mich ja auch nicht gefragt, ob es ein Fake-Jersey ist, ne? Wie gesagt, das war mein Fehler, ich habe ihn nicht gefragt. Aber andererseits, ist es denn erlaubt bei eBay, Plagiate, Fake-Artikel zu erstellen, wenn man es nicht erwähnt und keiner danach fragt? Ne? Und genauso bin ich dann auf eBay mit dem Käuferschutz gekommen, weil die haben auch gemeint, erstmal, wo ist denn hier die Abweichung von der Artikelbeschreibung, ne? Weil gab es ja keine. Derjenige hat natürlich nicht reingeschrieben, es ist Fake, ne? Das war so ein bisschen von eBay, ne? Dann habe ich gesagt, hey, es ist ein Fake. Aber es steht ja nicht drin, dass Original ist, ne? Aber da konnte eBay sich dann natürlich auch nicht rausreden, weil eBay würde sich ja selber strafbar machen, wenn sie das unterstützen würden, ne? Jedenfalls, ich habe das dann auch gewonnen, dass ich mein Geld zurückbekomme. Der Verkäufer hätte mir aber vorher schon das Geld zurückgegeben. Also wir hätten die Sache in einer Woche schon klären können, aber eBay hat dann ewig rumgeschissen. Jetzt habe ich meine Kohle, jetzt muss ich es zurückschicken. Hey, unglaublich nervig, aber 50 Euro ist mir ein Fake-Jersey einfach nicht wert. Das muss dann jeder für sich selber wissen und vor allem, du hast dann in der Kommunikation dann mit dem Verkäufer auch gemerkt, der ist ein bisschen sauer geworden dann auch noch so im Nachhinein, weil er gemeint hat, ich zocke ihn ab. Mit Sicherheit nicht. Das hat er dann schon gecheckt. Er wollte diesen Spieß nämlich umdrehen, was ich dann sehr frech fand, ne? Weil er wusste schon. Ne? Das waren so viele kleine Lügendinger mit dabei. Also, dass es 90 Euro, dass er 90 Euro dafür gezahlt hat, dann ist er auf einen bösen Fake reingefallen. Ne? Weil 90 Euro für so ein Fake-Jersey, Alter, da wurdest du einfach verarscht. Das ist schon mal Fakt. Dann der Fakt, dass die Frau von ihm das Etikett rausgeschnitten hat. Mit Sicherheit nicht, weil dann würdest du ja hier Reste finden, ne? Die könnte ja dieses Etikett nicht aus der Naht rausschneiden, ne? Dann wäre es halt abgeschnitten drin. Da ist nichts drin, ne? Da ist auch schon mal so eine kleine Lüge daher. Aber alles gut, es kommt zurück, ich krieg mein Geld wieder. Es war einfach nur unnötiger Stress, aber dafür habe ich jetzt ein cooles Video vielleicht und keine Ahnung. Gerne Feedback geben, passt auf, wenn ihr bei eBay einkauft. Natürlich aber trotzdem sehr wichtig, Käuferschutz, egal jetzt ob über eBay Kleinanzeigen oder über PayPal, immer. Kauft niemals ohne Käuferschutz, enorm wichtig für Käufer, da kannst du böse verarscht werden. Ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, Toppers, wer originale Jerseys braucht, mein edles Stück von Toppers, vielen Dank dafür nochmal. Hey, das ist natürlich authentic, genäht, gestickt, es ist sowas Edles, ne? Das kostet auch gut über 200 Euro, das ist natürlich, hey, aber das hängst du dir auf, das siehst du nicht an, das ist einfach für die Ewigkeit, in dem werde ich beerdigt, echt ein schickes Ding und sowas halt, in sowas möchte ich nicht beerdigt werden. Also beerdigt werden möchte ich bitte nur in dem Original. Ne? Zum Vollschwitzen ist wieder was anderes, ist meine Meinung. Aber das sieht wahrscheinlich auch jeder anders. Und ansonsten, hey, auch wie passend bitte war das hier mit meiner Hoodie-Wahl. Ne? Black and White to Black and White. Ich meine, hey, den gibt es auch online jetzt, www.mrmikeshop.com. Und das war jetzt wirklich genug Schleichwerbung. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, gerne Feedback geben. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. 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 Mike, Mike.